Heute geht es um Hohlgeber. Was? Ich habe Probleme mit dem Tastatur, aber ich muss mal schauen, wie ich damit mal klarkomme. Was ist ein Hohlgeber? Im Grunde genommen es ist das gleiche Prinzip. Das ist das gleiche Prinzip. Nee, wo hier? Prinzip. Gleiche Prinzip wie Induktivgeber. Aber wir schauen uns, was sich entscheidet. Also was ist der Unterschied zwischen Induktivgeber und Hohlgeber? Bei Induktivgeber haben wir schon gesagt, es ist sinusförmig, und bei Hohlgeber, das ist Rechtssignal. Man kann es auch Rechtecksignal, ja, ist es nicht. Schreib mal Rechtecksignal. Rechtssignal. Wo wird es verwendet? Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Also häufig ist es bei Nocken. Nockenwellensensor, also als Nockenwellensensor wird es verwendet, beim Nockenstellung, um zu lesen. Nockenwellensensor. Als, ja, Zündanlage, bei Zündanlage wird es auch verwendet. Zündanlage, alte Fahrzeuge. Ja, das Anlage. So. Was noch? Wir haben auch als aktiv Drehzahlgeber. Ey, das schreibt nicht. Aktiv A. So. Warum ist das so groß? So, jetzt klein. Aktive Drehzahlgeber. Das ist zum Beispiel ABS. ABS. So. Was haben wir noch? Ja, eigentlich auch Getriebeausgangdrehzahl, aber das schreiben wir jetzt nicht. Auswirkung bei Ausfall des Sensors. Ja, was kann passieren, wenn der Sensor jetzt zum Beispiel ausfällt? Welche Probleme haben wir? Zum Beispiel Fehlerspeicher. Also wir haben zum Beispiel Fehlermeldung im Fehlerspeicher. Fehlermeldung. Motorkontrollleuchte leuchtet. Also wie könnt ihr das erkennen? Bei Ausfall Motorkontrollleuchte leuchtet. Leuchtet. Ja, Steuergerät befindet sich auch im Notlauf, also das kann auch dafür mal, ja, das ist eigentlich auch mal ein Problem. Es wird dann Notlauf eingesetzt, das Auto läuft dann nicht mit der höchsten Geschwindigkeit, sondern Notlaufprogramm ist dann aktiviert, so sage ich mal, ist dann aktiviert. Notlauf, ja. Mögliche Ursachen, was sind eigentlich mögliche Ursachen dafür? Das ist eigentlich wie beim auch Induktivgeber, also mechanisches Defekt, weil zum Beispiel, wenn es am Nocken wäre, dann sind auch da 10 Räder und mechanische Beschädigung, das ist zum Beispiel, die Zahn wird gebrochen oder so. Beschädigung. Wir haben auch zum Beispiel, Geberradzahn ist gebrochen oder halt beschädigt. Es kann auch sein, zum Beispiel Kurzschluss.
kann auch die Ursache sein. Oder halt Unterbrechung in der Leitung. Also Unterbrechung in Leitung. So. Ja, das war's eigentlich. Fehlersuche. Ja, also ihr könnt zum Beispiel gefügte Fehlersuche durchführen. Also erstmal Fehlerspeicher auslesen. Und dann müsst ihr Sichtprüfung machen. Schreibt es auch auf Sichtprüfung. Sichtprüfung müsst ihr auch durchführen. Und dann müsst ihr auch Anschlüsse auf Bruch oder zum Beispiel Korrosion oder Beschädigung, also auf richtige Verbindung prüfen. Ja, also richtige Verbindung, ich schreibe mal, ja, Anschlüsse prüfen, einfach Anschlüsse auf, komm schon, auf richtige Verbindung prüfen. Wobei, das sollte eigentlich Prüfmöglichkeiten sein. Hier ich habe es gewechselt, Prüfmöglichkeiten. Das sind die Prüfmöglichkeiten. So, und hier schreibe ich auch mal nochmal Fehlersuche. Ja, wobei das kann auch, ich habe es jetzt das auch schon geschrieben, ihr könnt einmal Innenwiderstand durchführen, beziehungsweise Durchgangsprüfung, das ist Innenwiderstand. Am besten ihr macht das, ihr zieht zum Beispiel Stecker ab und prüft da den Sensor, wie viel Ohm hat er. Ihr müsst je nach Sollwerte, also sollte zwischen 200 und 1000 Ohm sein. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt beim abgezogenen Stecker den Sensor prüft und es ist nah an 0 Volt, dann ist das in Ordnung. Wobei löschen. Ja, ich habe geschrieben löschen. Das sollte Prüfmöglichkeiten sein und hier kommen wir zum Fehlersuche. Zuerst macht ihr eine Durchgangsprüfung von Leitung und mal schauen, also biepschen, ob da wirklich keine Unterbrechung liegt. Und dann könnt ihr auch Widerstandsmessung machen und das sollte, ich schreibe mal hier, soll Werte nahezu null, also sollte wirklich nicht so viel, also ich schreibe nahezu null Ohm sein. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel Spannungsprüfung durchführen. Spannungsprüfung durchführen und am besten zuerst dann Signalprüfung. Also wenn ihr Spannungsprüfung macht, zuerst Signal und dann könnt ihr schauen plus minus, ob das in Ordnung ist. Aber immer zuerst Signal. Wenn Signal da ist, dann ist alles gut. Dann müsst ihr eigentlich nicht weiter prüfen. Ja, ich wollte euch auch mal so Bilder zeigen, also ein Signalbild von Hallgeber, aber ich habe es gerade hier nicht vorhanden, das ist der Induktivgeber, ah doch hier. So sieht der Signal von Hallgeber. Eigentlich die kleinen Striche hier sollten nicht zu erkennen sein, aber als ich das da gemessen habe und die Leitungen sind so nah einander und ich habe es im Motorsteuergerät gemessen, deswegen zeigt das hier, aber normalerweise sollte die nicht zeigen. Das hier, die kleinen Striche, sollte nicht gezeigt werden. Das ist jetzt Oszilloskopbild. Wenn ihr jetzt mit Multimeter macht, dann sollte zwischen ich schreibe es auch mal hin, so, ich mache es aber mit Stift.
Es sollte zwischen 2,5, es sollte 2,5, also zwischen 2,5 bis 5 Volt sein als Signalbild. Und wenn ihr, genau, das ist eigentlich Zahnrad, warum es immer so hier kleine, das hier, das zeigt euch immer die Zylinder. Hier, der zeigt euch immer die Zylinder. Genau, so sind wir fertig mit Induktiv-Hallgeber. Und beim nächsten Mal machen wir auch einen anderen Sensor. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch fragen.